Okay, Kalkül, ich werde so beinhart belächeln. Erklär mir mal, wie wird jemand beinhart belächeln? Also ich habe in meinem Leben noch kein Lächeln gesehen, bei dem ich dachte, das ist hart, so wie Extremität. Aber gut, wenn du sagst, dann wird man mich wohl nach dem Hören meiner Runde nie vergessen. Eurer langweiligen Crew hat das nicht passiert, denn euch vergisst man schon währenddessen. Ups. Wieder mal so Penner, die die riesigen Hornissen in meinem Match mit Bienen verwechseln. Da kommt selbst ein Grundschüler nicht umhin, beinhart. Doch ihr kennt es in Biologie zu belächeln, wie wollt ihr mich stechen? Nein. Ihr seid keine Wespen, nur Zecken, die ich unter der Siegersohle zermatsche. Bei so einem Freilos denk ich nur an Summen, weil ich überleg, wofür ich die Siegerkohle verpasse. Magenta will heiraten und denkt, er reißt Bombenweiber auf. Doch Honeymoon heißt, es sieht finster für den Sonnenscheinler aus. Und ich front Gotcha nur mit Gangsterlines. Ey Dandy, hast du Lack gesoffen? Obacht, du hättest da vor lauter Bullshit fast den Takt getroffen. Und dann sagst du, ich wäre im Machte geflogen und dass ich deswegen eine bessere Zeit verschwende. Starke Line. Immerhin kommt das von Dandy, der VBT Vorrunde 2 Legende. Man nur den Beat von Pete zu finanzieren, musstet ihr die Kohle von Mamas und Papas Konten nehmen? Hättet ihr mal besser mich gefragt, mir hätte den umsonst gegeben. Irgendwo in meiner Höhle, im tiefsten Österreich, singt der Max für seine Runde ein paar schiefe Töne ein. Aber Gott sei Dank gibt's Melodien. Ohne würdest du Affe nicht ein Tod treffen. Lass mal das Getreller sein. Auch wenn sich all deine Plugins dann nicht gelohnt hätten. Beat, aber um ihn ohne Stottern zu berappen, fehlt euch Inkapazität. Werdet ihr besser mal die Pantomimen, damit zumindest ein Taubstummer bei euch irgendwas versteht? Ja. Mich ja meine zu den Favoriten zu zählen, da habt ihr wohl ein Riesenproblem. Denn damit es so aussieht, als wäre ich unterlegen, musstet ihr beim Videodreh das Video drehen. Die wappelwackelarmige Windhosenkameradlein, muss ich zugeben, die war wirklich klasse. Als ehrlich sie das erste Mal gegen mich 2014 hatte. Und die Bienefronts mag, Stürmbietenlein mag, könnte sein, dass sich die Ideen ausgehen. Ja. Aber meine HR beweist ja eh, dass sie das mit Urheberrechten nicht so extrem genau nehmen. Ach ja, meine Stirn ist so groß. Das ist eine Belastung für mich. Ich schreib alle eure guten Lines drauf. Und jetzt schaut mal, wie viel Platz da noch ist. Nee, war Spaß, ihr kickt zur Stirn, ihr ganze Punchline-Salven. Doch seid wie sie, ich mach euch kleiner durch Zusammenfalten. Man versteht meine Runden auch ohne Audio. Okay, das muss ich wohl mal in Zukunft probieren. Stimmt, hat ja ganz gut funktioniert. Da kann ich mir die auch sparen, ja? Wir wollen mal kein Retalk betreiben. Würdet ihr euch die Audio sparen, ja? Würden eure Siegchancen steigen, also los! Mal so stehen, Dandy ist beschissen. Ist bisschen wie dein Crew-Kollege, Dandy ist beschissen. Lol. Ihr wollt mich schlagen, doch habt euren blöden Mist so schwach gerappt. Da schmeiß ich allerhöchstens mich vor Lachen weg. Irgendwo in meiner Höhle, im tiefsten Österreich, singt der Max für seine Runde ein paar schiefe Töne ein. Beinahe keine Klicks gehabt.